Hi Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Und Freunde, heute kommt endlich die lang ersehnte Bookshelf-Tour. Ich habe jetzt mein Bücherregal mit den drei Regalen und den zwei Stockwerken in a way jetzt schon 2 Monate, glaube ich. 2 Monate, Leute. Und ich bin jetzt erst, wo ich sehe, also so zufrieden, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich es euch komplett einmal zeigen. Dazu muss ich aber sagen, Freunde, ich habe keinen Platz mehr. Deswegen kann es sehr gut sein, dass ihr in den nächsten 2-3 Wochen so ungefähr einen IKEA-Vlog bekommt, wo ich mir weitere Kommoden holen gehe, damit ich ein paar meiner Bücher aus meinem Regal aussortieren kann und dann in meine Kommode packe. Weil Bücher, die liegen jetzt schon überall rum. Und ich habe meinen Buchwagen wieder rausgeholt und da sind jetzt auch wieder Bücher drin. Ich glaube, da sind 30 Bücher oder so. Great! Okay, kommen wir aber jetzt zu der Bücherregal-Tour. Und erstmal ein paar kleine Informationen zum Bücherregal, weil ich sehr, sehr oft gefragt werde, von wo der ist. Und wenn ich dann sage IKEA, dann denken immer sehr viele, dass ich den so, wie der ist, komplett gekauft habe. Heißt, 3 Regale so und dann 3 Meter hoch, whatever, dass der so gekauft wurde, mit der Leiter, mit allem. No. I'm so sorry. No, der wurde zusammengestellt. Also ich hatte ja anfangs diese 3 ganz normalen, das sind die Billy-Bücherregale, diese ganz normalen Billy-Bücherregale. Bis, ich glaube, hierhin ungefähr, genau bis hierhin, sind es diese ganz normalen 2,4 Meter Regale und 80 cm breit. Genau. Und da oben drauf stehen die Hälften. Also die kleinen Billy-Bücherregale, die stehen oben drauf. So, seht ihr das? Ja, die wurden dann verschraubt komplett und auch hier natürlich, also da sind so viele Schrauben drin, alle zusammen, Leute, und dann an die Wand befestigt, okay? No worries. Weil als ich das nämlich, also mein neues Bücherregal gezeigt hatte, haben mir sehr viele von euch geschrieben, von wegen so, du musst aufpassen, so die werden safe runterfallen, also du musst dir in die Wand hämmern. Und die sind alle an der Wand, Leute, die sind alle an der Wand, sonst kann es sehr gefährlich werden. Und zu der Leiter. Da haben mich auch sehr, sehr viele Fragen erreicht. Okay, von euch, die Leiter wurde selbst angefertigt. Also die wurde für das Regal, genauso wie es steht und sein sollte, mit der Höhe und mit der Stange und sowas, die wurde angefertigt. Die wurde nicht gekauft. Deswegen, ich weiß es nicht, ich war auch echt ziemlich, ziemlich lange auf der Suche nach wirklich einer passenden Leiter und der Stange und alles Mögliche. Aber ich habe auch nichts gefunden, was gepasst hätte, was in mein Zimmer gepasst hätte, zu der Ästhetik, zum Bücherregal, zu der Höhe, whatever. Mir hat nichts wirklich gefallen und ja. It is what it is. Kommen wir jetzt dazu, wie mein Bücherregal sortiert ist. Ich habe ja englische Bücher, russische Bücher und deutsche Bücher. Das heißt, ich tue nach Sprache als erstes sortieren und dann nach Genre. Es ist zum Beispiel so, dass, ich zeige es euch jetzt schon mal direkt, hier oben die ersten 2 Reihen, das sind komplett russische Bücher. Und da sind Romanzen drin, da sind Ratgeber drin, da sind Thriller drin. Ich habe einfach alle russischen zusammengestellt. So, that's that, okay? Dann, ich habe auch nach Genres sortiert, weil ich Dark Romance Bücher habe. Ich habe normale Romance Bücher, ich habe Thriller, ich habe Fantasy Bücher und Ratgeber, also Self-Help Bücher und so. Und ich werde, ich habe bestimmt gerade irgendwas vergessen, mir fällt es nicht ein. Deswegen habe ich auch direkt danach sortiert, damit ich weiß, okay, wenn ich was suche, es kann nur da stehen, weil da sind alle meine Romanzen oder da sind alle meine Fantasy Bücher, dies, das, Ananas. You get the thrill. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und ich zeige euch, wo was steht. So, ihr könnt euch bestimmt denken, wenn ich ganz kurz zur Seite trete, wo jetzt zum Beispiel Dark Romance steht, oder? Genau, diese ganze untere Hälfte, das alles schwarz ist. Das ist eigentlich alles komplett Dark Romance. What you gonna do with a girl that loves Dark Romance? Okay, Freunde, ich würde sagen, bevor ich euch gleich in Nahaufnahme zeige, wo welche Bücher stehen, zeige ich euch jetzt ganz, ganz grob, wo welche Sprache und so stehen. So, im ersten Bücherregal stehen ganz, ganz oben deutsche Romance-Bücher. Da sind Spicy Romance-Bücher drin, da sind Young Adult, New Adult Bücher drin, whatever. Darunter sind historische Sammler-Edition. Also, das sind historische Romanzen-Bücher, whatever. Und ein paar spicy Bücher, die da halt einfach nicht reingepasst haben. Darunter stehen dann, ich weiß, also da stehen so ein paar Romantasy-Fantasy-Bücher auf Deutsch, so, also diese kleinen
Bücher. Und dann weitere Romanzen. Da drunter sind jetzt zum Beispiel Götterfunke und da stehen Fantasy-Bücher. Da stehen deutsche Fantasy-Bücher. Eins weiter darunter, könnt ihr wahrscheinlich schon erkennen, stehen die Bücherbüchse Special Edition der Fineprint-Reihe, also weitere Romance-Bücher. Darunter weitere Romance-Bücher und darunter weitere Romance-Bücher, genauso wie Twilight und so, ist so ein bisschen Romantasy-Fantasy. Dann die weißen Bücher, die auch auf der Seite stehen. Das sind meine Nobelpreisträger für Literatur. Darunter stehen dann weitere deutsche deutsche Romance-Bücher so. Und dann fängt es auch schon an hier mit den deutschen Dark Romance-Büchern, die dann also in dem mittleren Regal ganz, ganz unten weitergehen. Und dann kommen englische Dark Romance-Bücher. Nee, das sind echt eine Menge deutsche Dark Romance-Bücher. Da, bei The Pawn and the Puppet, hier, da fangen die englischen Dark Romance-Bücher an. Ziehen sich dann nach oben bis zu der Shadow Me, also Shadow Me ihre eigene natürlich, also sein eigenes Bücherbrett, wie auch immer. Dann Fourth Wing hat sein eigenes Bücherbrett, also der Empyrean Series. Dann steht da drüber Fantasy und Romantasy auf Englisch. Und dann kommen die zwei russischen Bücher Regalbretter, whatever. Da oben, auf der anderen Seite stehen oben englische Romance-Bücher. Darunter stehen deutsche und englische Thriller. Das ist wirklich komplett alles Thriller, deutsch und englisch gemischt tatsächlich. Darunter sind dann, wie ihr sehen könnt, Fine Print, Twisted-Reihe, Spicy, englische Romance-Bücher. Dann meine Self-Help-Bücher. Sieht man das, wo mein Finger eigentlich ist? Weiß ich nicht. Self-Help, Everything, meine Journals, alles Mögliche steht da. Und dann geht's da bis zu den Nobelpreisträgern, sind das alles Spicy, meine Romance-Bücher und so. Und dann komplett darunter ist dann alles Englisch Dark Romance. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ans Bücherregal und ich zeige euch das Ganze näher. Let's go. Ich würde sagen, wir fangen mit oben an und gehen erstmal hier. Die Leiter, und ich sag euch ehrlich, ich habe die Leiter jetzt zwar schon 2 Monate, aber ich bin immer noch richtig vorsichtig, was das Hochklettern hier angeht, weil man weiß nie, ne? Okay, also ganz, ganz oben, wie gesagt, ich drehe die Kamera um. So, stehen die ganzen. Ach so, by the way, auf meinem Bücherregal liegen eigentlich meine ganzen russischen Skazki, also Kindergeschichten und so. Hier steht wirklich alles Mögliche von Young Adult, New Adult, deutsche Romance-Bücher, wie ihr sehen könnt, von traurig bis happy bis bisschen, keine Ahnung, Romantasy, Fantasy, I don't even know. Dann haben wir diese Reihe hier, kennen wir glaube ich alle. Und diese ganzen historischen Romanzen, ich weiß gar nicht, Auswahlbücher sind das, Reader's Digests. Ja, ich weiß nicht, Special Edition, Auswahlbücher, whatever. Darunter, ich muss gerade richtig aufpassen, weil ich gucke auf Kamera und laufe die Treppe runter. Sind also diese Shifter-Bücher, wie gesagt, diese Fantasy-Bücher auf Deutsch. Kennt es vielleicht Leopardenblut und sowas? Ja. Und dann weitere Romance-Bücher, wie ihr sehen könnt. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Romantasy irgendwie sowas. Weiß ich nicht, habe ich auch, ich habe es mal aufgeschlagen, aber ich habe es nicht zu Ende gelesen. Dann, hier stehen alle meine deutschen, also hier steht einmal The Beauty and the Beast, also Schön und das Beast, auch irgendwie andersrum. Whatever. Das gehört nicht wirklich hier rein, aber das ist zu groß, woanders zu stehen. Stehen alle meine deutschen Fantasy-Bücher, wie ihr sehen könnt. Die sehen auch alle wirklich unglaublich schön aus. Also da sind wirklich ein paar dabei, die sind. So seht ihr das. Das sieht so cool aus. Ich liebe Fantasy-Bücher. Die sehen wirklich unglaublich schön aus. Das habe ich auch letztens richtig, richtig oft bei Thalia gesehen oder bei halt Hugendubel in Buchhandlungen. Und dachte mir so, okay. Hä? Das ist hier voll cool. Und dann habe ich zu Hause gesehen, dass ich es jetzt zu Hause habe. Whatever. Threads of Power. Und das hier soll ja wirklich richtig, richtig krass gut sein. Also ich habe das jetzt von allen empfohlen bekommen, dass ich das unbedingt lesen soll. Deswegen, Leute, think I will do that. Die Götterfunke-Reihe von Mara Wolf, wo es um einen Jazz geht und die griechischen Götter, also die griechische Mythologie und I love it. Ich habe den ersten Teil bis jetzt gelesen. Teil 2 und 3 leider noch nicht, aber ich plane das auch dieses Jahr zu tun, weil es geht um Jazz. Es geht um eine Jazz. Of course I have to.
Dann, ich habe nicht wirklich viel Deko, wie ihr sehen könnt, in meinem Bücherregal, außer jetzt zum Beispiel bei Forthang, da steht viel. Aber dazu gleich Näheres. Aber ich habe hier eine kleine Bücheruhr. Das ist nämlich ein Buch, wie ihr sehen könnt. Die ist leider wie ein bisschen kaputt über die Zeit gegangen, aber das ist ein Buch und das kann sich aufklappen in eine Uhr. Ja, die funktioniert aber leider auch nicht mehr. Ich glaube, ich muss ehrlich zur Reparatur bringen und so, weil die ist leider kaputt. Aber ist schon okay. Dann steht hier drunter meine, wie gesagt, deutschen Romance-Bücher. Vor allem diese Special Editions. By the way, Freunde, kurze Frage. Ich weiß nicht, warum ich Final Offer von der Bücherbüchsen-Edition noch nicht bekommen, weil ich habe das schon bei so, so vielen gesehen, aber irgendwie haben das alle bekommen, außer ich. Why? Ich habe das mitbestellt, direkt mit Terms and Conditions, wo die zweite Auflage kam. I don't know why. Aber das sind auf jeden Fall, wenn nicht sogar mit meinen absoluten Lieblingsbüchern, vor allem so Special Editions, die ich habe, weil die sind erstens. Guckt euch dieses süße Ticket mal an. Und die sind halt wirklich von der Innengestaltung unglaublich wunderschön. Also hier sind gleich zum Beispiel Rowan ist drinnen. Da gab es echt eine Menge Goodies mit, weil ich habe die Box damals bestellt von The Fine Print. Oh nein, es fällt gleich. Und bei Terms and Conditions, das ist wirklich, das ist ja mein Lieblingsbuch der Reihe und das Buch ist wirklich unglaublich wunderschön. Auch mit den Farbschnitten, by the way, die passen alle richtig gut zusammen. Und da ist auch, ich glaube, Declan am Anfang. Ja, genau, das Declan. Und dann am Ende die beiden zusammen und ich liebe es einfach. Es sieht aus wie Disneyland, aber es ist es ist Dreamland Billionaires. Okay, da sind die beiden. Also das sind zum Beispiel Rowan. Oh my gosh, don't fall. Genau. Das Couple. Und ich liebe es. Und ich warte jetzt noch auf, wie gesagt, Final Offer. And then I have it. Und ich habe auch die Edition von The Fine Print auf Deutsch hier. Genau. Those are all really, really. Ihr habt mich immer gefragt, ob ich Bücher von Mona Carsten. I do. Ich habe diese Lovely Hearts Reihe. Ich glaube so. Oder Lonely? I'm so sorry. Dann, das ist auch, Leute, in dem nächsten Bücherregal stehen weitere Romance-Bücher auf Deutsch. Das habe ich von der lieben Nellin gemalt bekommen. Und Leute, ich liebe es einfach. Sie hat mir nämlich mein Reading Café, my dream, literally gezeichnet gehabt. Und das ist wirklich ein absoluter Traum. Ich liebe es so, so sehr. Safe Place for Book Lovers. Und dann sind meine Cupcakes da und sie hat so viele Bücher. Hier, das fokussiert nicht, oder? So, sie hat so viele Bücher da reingeschrieben. Es ist so cool. Das ist sie. Das ist die liebe Maus. Und das bin ich mit meinen Cupcakes. Das ist so, so cool. Ich liebe es unnormal. Und dann habe ich hier daneben eine Spieluhr von Howl's Moving Castle. Die mache ich gleich an. Weil Howl's Moving Castle ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Ich habe das von der lieben Nina geschenkt bekommen. I love you so much. Ich kann es wirklich ehrlich. Ich liebe es so, so sehr. Und ich spiele das auch tatsächlich richtig, richtig oft. Das ist nämlich der, Song der beiden. Wie gesagt, in der Reihe, wo die Spieluhr steht und das Bild, da stehen eine Menge weiterer Romanzen, wie zum Beispiel Nicholas Sparks, I Love Him, Queen Charlotte und dann zum Beispiel die Bücher von Cecilia Ahern. Die habe ich ja damals als Kind eigentlich, Jugendliche, ich weiß nicht, richtig, richtig geliebt. Deswegen habe ich auch echt eine Menge von ihr. Dann, darunter kommen weitere Romanzen und dann so random Bücher, also Leute, die ich halt wirklich schon habe, seitdem ich, keine Ahnung, 12 bin oder so, ich weiß es gar nicht. Random Bücher halt einfach. Meine ganzen Bücher vom Diogenes Verlag. Dann fängt hier Twilight an. Ich habe hier das erste Buch vom Piper Verlag. Dann vom Carlsen. Dann habe ich Blood Rush. Das ist aber, das ist natürlich nicht Twilight, aber es ist Fantasy. Wie heißt es? Vampire. Vampir. Oh, Romantasy. Leute, ihr wisst, was ich meine. Girl in Pieces habe ich nicht gelesen, Leute, noch nicht, aber ich habe es auf jeden Fall auf Deutsch zu Hause. Und dann sind hier die weiteren Twilight-Bücher mit den Filmcovern. Ich habe tatsächlich das letzte erst vor kurzem gefunden, das erste. Deswegen habe ich zum Beispiel das erste, ich habe das nicht aus dem Carlsen Verlag, ich habe es, wie gesagt, erst vor kurzem gefunden. Und damals, als ich jünger war, halt in dieser Edition gelesen, aber ich hatte die gesamte Reihe. Und dann ein Weihnachtsbuch, random, ich weiß gar nicht, warum das da drin steht, es sollte eigentlich auf meinem Tisch liegen, damit ich es
aussortieren kann. Dann die Bücher hier. Ich werde so oft deswegen gefragt, Leute, was das für Bücher sind. Und das sind, wie gesagt, meine Nobelpreisträger für Literatur. Und da stehen pro Jahr, also es geht, glaube ich, vom Jahr 1902 bis 1973, glaube ich, war es. Da stehen jeweils die Werke drinnen, die für das Jahr den Nobelpreis für Literatur gewonnen haben. Kann man dann nochmal komplett alles nachlesen, über auch die oder den Autoren und wo der herkommt, wie es dazu kam und allem und warum der auch verliehen wurde, da steht alles komplett da drin. So, Freunde, dann geht's weiter mit all meinen deutschen Romance-Büchern, außer das hier hinten, wie ihr sehen könnt. Das ist nämlich die Autobiografie von Will Smith und Leute, das ist wirklich mit Abstand, komm raus, mit Abstand meine Lieblings-Autobiografie, allgemein Biografie, weil, oh, das steht ja richtig gut. Will Smith schreibt nicht nur plain über sein Leben, so richtig monoton über sein Leben, nein. Er erzählt wirklich jeden einzelnen Aspekt, sogar wirklich all das, was Leute normalerweise nicht erzählen würden, sozusagen. Und bezieht aus wirklich jeder Situation aus seinem Leben wirklich eine Lehre und die teilt er uns in dem Buch auch mit, dass man das Buch auch wirklich schon so als Self-Help-Book ansehen kann und ich habe so viel in dem Buch markiert und I just love it, okay? Es ist so gut. Will Smith ist mit Abstand mein Lieblingsschauspieler und seine Denkensweise ist wirklich einzigartig. Dann hier die Reihe von Ayla Dade. Ich habe auch hier die Blackwell-Reihe von Ayla Dade. Ich habe den Teil, also den ersten Teil zweimal. Don't ask me why. Dann Feels Like Christmas da oben. Das ist die Special, also die Intense Christmas Special Edition der Vielleicht-Reihe zum Beispiel. Also von 5 Intense-Autoren und Vielleicht-Reihe ist dabei. Und ich liebe diese Reihe über alles, Leute. Das ist so eine Herzensreihe. Die Twist-Reihe auf Deutsch. Mir fehlt nur noch Twisted Lies. Scorn and Dine ist die ebenfalls mit Caroline Wahl. Love, love, love. Ich kann es absolut nicht abwarten auf die nächsten Teile. Vor allem auf den dritten Teil. Dann diese 4 Bücher hier. Ich habe den zweiten Teil, also Where Winter Falls, von Ivy Lee auch. Aber ja, das liegt auf meinem Tisch. Dann darunter befinden sich auch schon meine deutschen Dark Romance Bücher. Ich frage mich nur gerade, was das hier drin soll. Nicholas Sparks, du schleichst dich in das falsche Genre. Okay, packen wir das wieder zurück nach oben gleich. So, ich glaube, ich muss hier nicht groß viel erklären, Leute. Das sind die deutschen Dark Romance Bücher. Also der Anfang, es sind leichte Dark Romance Bücher dabei, wie zum Beispiel Asta Breath, Liebe, Liebe, Liebe. Ich glaube, das ist eine Adaption von The Beauty and the Beast, also Die Schöne und das Beast. Und er kauft ja eine Bibliothek und er ist einfach perfekt, okay? Alle anderen Teile, also Bücher in der Reihe, ich habe die Reihe zum Beispiel gelesen, das Buch, die beiden Bücher und das war's auch schon in der Reihe, da habe ich nicht mehr von gelesen. Dann, in der Reihe drunter sind all meine Bücher von Don Barth und Maria O'Hara, das sind all die. Da in Possessed und Obsessed geht es zum Beispiel um Stalker und so. Ihr liebt diese Reihe über alles. Und dann die Bücher von Michelle Tate, Leute. Und ihr wisst, ich liebe ihre Bücher. Ich habe die 3 bis jetzt gelesen. Bin schon richtig gespannt auf Darkest and Deepest hier, weil die sollen wirklich richtig, richtig krass sein. Und ich kann es euch wirklich von Herzen empfehlen. Vor allem, Leute, die haben alle Bücher haben so einen richtig krassen Farbschnitt. Bin richtig obsessed damit. Und hier haben wir weitere deutsche Dark Romance Bücher und auch Romantasy, wie ihr sehen könnt. Ich habe das Buch zweimal, einmal mit Farbschnitt, einmal ohne Farbschnitt. Und dann Tears of Test soll ja wirklich richtig, richtig krass sein. Ich habe das auf Deutsch und auf Englisch. Ich habe aber richtig, richtig Angst vor dem Buch, sage ich euch ehrlich. Ich habe auch Smoke zweimal, merke ich gerade. Well. Und ich habe auch das Very Bad Book Journal. Genau. Und dann geht's auf der anderen Seite, Leute, hier unten, direkt weiter mit meinen deutschen Dark Romance Büchern. Hier unten, wie gesagt, all meine Bücher von Bibi Stiffers. Das ist, Leute, die Anatus-Reihe ist, habt ihr komplett, nachdem ich das einmal gezeigt habe, auseinandergenommen. Some Dark Liars and Lovers, die Voodoo Saints-Reihe. Und dann geht's komplett weiter hier hinten mit mit den 3. Das sind nämlich Romantic Thrill Bücher. Ich habe die beiden so sehr geliebt. Also es ist einmal A Girl and... Wo ist es? Achso, hier, A Princess Stolen, das ist der erste Teil. Und A Girl... Leute, hier. A Girl Unbroken ist der zweite Teil und ich liebe diese Reihe über alles. Und es hat so ein bisschen Piratentouch, es ist Dark Romance und Piratentouch. Die sind halt auf einem so Schiff-Couteau und sowas und es ist wirklich so, so gut geschrieben. Und seit den beiden Büchern habe ich so Bock auf so Piraten-Dark Romance und habe auch direkt mir vielleicht
ein paar bestellt, Leute. Okay, well, let's keep going and not talk about my book buying obsession, obwohl ich eigentlich eine book buying ban bin. So, weiter geht's hier hinten, wie ihr sehen könnt, mit den beiden Büchern von Valeska Knight. Das ist die, also Teil 1 und 2 der Privileged Elite-Reihe. Und die beiden Bücher sind unglaublich gut. Das ist Enemies to Lovers. Ich habe das zweite Buch leider noch nicht gelesen. Aber das erste hier, Privileged Villain, so sieht das aus. Unglaublich, oder? Ich bin so verliebt in dieses Cover. Leute, die Frau kann Cover machen, das ist wirklich. Aber es ist Enemies to Lovers in School und es ist Bully Romance. Und das ist wirklich so das erste Bully Romance Buch, wo ich sage, ey, das ist richtig krass gut geschrieben. Weil normalerweise bin ich absolut kein Fan von Bully Romance. Whatever, let's keep going. Okay. Hier oben geht's weiter. Die Bücher habe ich noch nicht gelesen, tatsächlich. Bücher von Sam Woods und Sally Dark, Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich da echt eine Menge von und ich habe da auch noch nicht alle gelesen. Dann, ja Leute, weitere Dark Romance Bücher. Ich habe echt, also ich habe die, die November's Death Trilogie, so, habe ich einzeln und halt auch als Sammelbuch. Genauso wie das Opposites Duet zum Beispiel und die Specials und so. Also da ist wirklich, habe ich eine Menge von. Und dann sind hier die Bücher von Daphne Bühner und Karen Gossoff und auch ihre gemeinsamen Bücher. Und da bin ich also, vor allem was Never Regret angeht, I'm literally obsessed. Genauso wie Hunt. Das sollte ja eigentlich, also es ist eigentlich ein Halloween Special. Ich sag euch ehrlich, das kann man auch komplett aus, also muss nicht unbedingt Halloween-relevant sein, sage ich ehrlich. Es war so unglaublich gut. Und das Buch hat eine besondere Sache, und zwar mit schwarzen Seiten. So, das gesamte Buch. Das ist so unglaublich cool. Und jetzt kommen wir auch schon zu all meinen englischen Dark Romance-Büchern. Und da habe ich echt ein paar mehr. Aber wir fangen an mit dieser Reihe hier. Und da seht ihr direkt ausgestellt, Leute, so eine... Oh, Leute, diese Reihe, mein ganzes Herz, ich komme einfach nicht drauf klar. Und ich habe heute, original heute, Leute, ich habe nämlich, wie ihr sehen könnt, eine komplette Buchbox erhalten, wirklich von der Autorin. Einfach weil ich zum Beispiel, wer ist es, die Reihe so sehr geliebt habe und halt auch, ich auch dafür geworben habe. Aber das war gar nicht meine Intention. Ich liebe es einfach, Bücher oder Reihen, die ich so unglaublich geliebt habe, mit euch zu teilen. Und das ist wirklich so eine Herzensempfehlung. Es ist, wie gesagt, Dark Romance. Und der vierte Teil wirklich von der Autorin zu erhalten, das ist so surreal, weil, Leute, das Ganze kommt einfach aus Amerika und ach, ich kann es ehrlich nicht in Worte fassen. Und da sind so süße Goodies mit dabei und dass das wirklich überlebt hat auch, von Amerika hierher, ist literally insane. Und da steht zum Beispiel Ruth und Niles Gossip Tea drauf und wer die Serie gelesen hat, der weiß ganz genau, das ist so unglaublich cool. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Aber ich habe auch richtig Angst, weil I don't want it to end. Aber wir kommen auf jeden Fall zurück zu meinem Bücherregal, Leute. Und da geht's halt hier, wie gesagt, weiter. Ich habe nämlich die Kids of the District-Reihe. Aber da ehrlich auch noch gar kein Buch von gelesen. Den Vipers oder Weepers. Ach, diese Reihe, Leute, ich kann das euch von Herzen so empfehlen. Ich liebe es. Ich habe darüber schon so oft gesprochen. Ich spreche gerne noch mehr drüber. Okay. Dann die Reihe hier. Da weiß ich gar nicht, wie die heißt. Aber die soll wirklich unglaublich spicy und dark und richtig verrückt einfach sein. Mindfuck Series und Fear the Reapers Band 1 und 2. Dann, da oben, kommen meine Penelope Douglas Bücher. Ich habe einmal Credence, Leute. Ich liebe Credence so sehr. Die Devil's Night Series mit den Novellen natürlich. Und Leute, ich sage euch ehrlich, ich finde es richtig, richtig wichtig, die Novellen mitzulesen. Sage ich euch ehrlich. Dann, Birthday Girl, auch von Penelope Douglas, of course, irgendwo. Achso, hier steht das. Weiß nicht, warum noch so weit weg steht. Und Bully steht irgendwo tatsächlich da hinten bei Romance Büchern. Ich weiß auch nicht, warum, aber okay. Beautiful Savage. Richtig, richtig geiles Buch, Leute. Richtig, richtig gutes Buch. Muss noch eine komplette Rezension dazu drehen. Dann die Bücher, ich habe ich auch nicht gelesen und das auch nicht. Und die Bücher von H.D. Carlton habe ich natürlich gelesen, Leute. Und ach, ich glaube, mittlerweile ihr wisst einfach, wie sehr ich die Bücher von H.D. Carlton liebe. Jedes einzelne ist wirklich einfach insanely good. Und ich glaube, man findet wirklich auf jeder Plattform von mir Content zu dieser, vor allem dieser Dilogie. So, weiter geht's da drüber und das ist einmal hier die Perfectly Imperfect Series von Neva Altay, wie ihr sehen könnt. Und in der Reihe geht es halt wirklich, wie gesagt, komplett um Arranged Marriage, Forced Marriages und so. Es ist komplett Mafia. Also wirklich, die Reihe ist komplett Mafia. Ich werde eigentlich nur das Buch ganz kurz rausholen, weil das ist mein Lieblingsbuch aus der Reihe. Es geht um Mikhail und Mikhail ist a Russian Guy. Und in dem Buch ist es auch, tatsächlich ist das einzige Buch, wo der Typ auch Russisch spricht. Also wirklich Russisch mit der...
Protagonistin spricht, obwohl sie gar kein Russisch spricht. Oder halt kann, versteht, wie auch immer. Und das ist Broken Whispers gewesen, by the way. Dann nämlich hier die Never After Series. Das sind alles Dark Romance Adaptionen von Disney-Filmen. Also da ist Captain Hook, also Peter Pan. Dann, ach so, Scar habe ich gar nicht da. Scar ist König der Löwen. Und dann eins von den beiden oder so, ist glaube ich auch Aladdin oder so, ich bin mir nicht mehr richtig sicher. I don't even know. Aber ich habe die ersten drei Bücher gelesen und ich fand nur eins und zwei gut, also nein, nur eins und drei gut, Scarred, also der zweite Teil habe ich zurückgesendet, deswegen habe ich es auch nicht hier. So, Forbidden Freedom, dies ist Ananas und dann stehen hier meine gesamten Bücher von Sadie Kincaid. Ich liebe diese Autorin. Ich liebe, liebe, liebe diese Autorin. Sie schreibt so unglaublich gut Dark Romance, aber wirklich so heftig spicy. Also man kann. Es ist schon dark, klar, aber ich glaube wirklich der Hauptdings ist halt Spice, ne? Oder Smut eher gesagt. Diese Reihe hier, Ryan-Reihe. Geht es um eine Jessie, um eine russische Jessie und ich habe diese Reihe verschlungen und unglaublich geliebt. Ja, Luna Mason schreibt auch unglaublich gut, okay, unglaublich gut. Der erste Teil, ich habe den gelesen, das ist so Boxer Romance mit Mafia und Secret Identity and everything und es ist einfach richtig, richtig krass gut. Ich freue mich aber unglaublich tatsächlich auf den dritten Teil hier, den ich noch nicht gelesen habe und das soll wirklich richtig, richtig verrückt werden. So, we're ready for a bumpy ride. Dann, die Bücher von Jesky Hall. Ich habe Hawk und Kid hier hinten, habe aber bis jetzt nur Dead Sick Love gelesen. Was, by the way, ein wirklich krankes Dark Romance Buch ist, was man mit absolut nichts vergleichen kann, was ich habe. Absolut nicht. Und das Buch wird vom Vajona Verlag tatsächlich übersetzt auf Deutsch, Leute, mit einem richtig krassen Farbschnitt und kommt dieses Jahr im November raus. Ist zwar noch ein Stück, aber Leute, glaubt mir, es lohnt sich, wenn man auch so richtig krassen Shit mag. Steht, wie auch immer. Dann, kurz geht's hier weiter mit weiteren Dark Romance Büchern, Leute, da habe ich auch tatsächlich, ich habe His Savior gelesen, ich habe When She Unravels gelesen, aber das war's auch schon aus der Reihe. Und dann, Shadow Me, oh my God, meine absolute Lieblingsreihe, wo ich leider irgendwie gar kein so Merch habe, was so Figuren und so angeht. Muss ich ehrlich gucken, was ich mir so holen werde. Die Reihe, also wie sie, also die hier so liegt, das sind die Bücher, die ich gelesen habe. Ich glaube, das sieht man auch. Ich habe in jedem Buch so, so krasse Leserillen drinnen. Ich habe die Bücher halt ehrlich schon so oft gelesen und einfach verschlungen. Dann habe ich hier die Special Edition von Shatter Me. Ich habe die damals bei Waterstones bestellt gehabt, aber mittlerweile gibt es die eigentlich in jeder Buchhandlung. Und ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es und freue mich wirklich schon so sehr, bis die gesamte Reihe als Special Edition rauskommt. Ich habe mir dann auch die Reihe als Hardcover geholt, aber halt noch nicht die gesamten Bücher. Da fehlen mir noch zwei. Ich weiß aber nicht, ob die Novellen auch irgendwie enthalten sind. Da ist zum Beispiel die Novelle mit dabei. Aber was ist zum Beispiel mit Believe Me? Muss ich echt mal reingucken. Aber ja, dann kletter ich jetzt mal weiter nach oben. Und da haben wir auch schon die Imperian Series. Ich habe einmal das russische Buch, die russische Version und es sieht wirklich unglaublich schön aus, oder? Es ist so beautiful. Dann die zwei Deutschen mit Farbschnitt und den Drachen von Kari Prinz 3D. Und Leute, ich glaube, der Code, mit dem ihr noch ein bisschen sparen könnt auf ihrer Seite, ist Jazz10, wenn ich mich nicht irre. Wenn doch, dann ist es Jazz20. I'm so sorry. Und dann, wie gesagt, das ist das weitere deutsche Buch, aber was ich halt einfach, also ohne Farbschnitt. Aber nur hier. Stehen ab wegen Tyron. Und dann sind hier die Bücher, die ich tatsächlich gelesen habe. Und ihr seht auch krasse Leserillen da drin. Und meine Drachen. Das ist die kleine Andana mit Tyron und The Gale. Und dahinter stehen die Hardcover auf Englisch. Und ich bin einfach completely obsessed mit diesem Regalbrett hier. Es ist einfach so, so cool. Vor allem der Drache. So Leute, das sieht einfach unglaublich cool aus, oder nicht? I love it, I love it. Und darüber, wartet, ich steig noch eins hoch. So, stehen weitere Fantasy- und Romantasy-Bücher. Ich werde immer gefragt, ob ich Harry Potter-Bücher habe. Das sind die einzigen Harry Potter-Bücher, die ich habe. Tatsächlich, Freunde. Ich habe die damals, mir ist das von der Bücherei ausgeliehen und gelesen, deswegen habe ich die nicht zu Hause. It's whatever. It's no biggie, Leute. Dann, hier die Crow-Prinz-Reihe, High Fantasy, Karaman-Reihe. Ich habe die hier tatsächlich auf Deutsch stehen. Dann die Once Upon a Broken Heart, aber nur die beiden Bücher als
Taschenbuch und Patch of Darkness und diese Reiche. Ihr drillt mich wegen dieser Reiche. Und Leute, ich werde die auch dieses Jahr lesen. Ich habe das beschlossen, wenn mir das erste Buch gut gefallen sollte und ich reinkomme und so, dann werde ich die gesamte Reihe dieses Jahr lesen. Und die Prison Healer Reihe. Und dann kommen da drüber meine gesamten russischen Bücher, wie zum Beispiel hier Sherlock Holmes. Ja, was soll ich weiter sagen? Da oben steht natürlich auch Credence. Credence, aber auf Russisch. Und es sind eine Menge, also es sind Thriller zum Beispiel dabei. Also Action-Thriller. Wie gesagt, das sind jetzt die Sherlock Holmes-Bücher halt. So, sieht. Oh, man hat gar nichts gesehen. So, sieht man das? Ja. Und da sind halt wirklich eine Menge Romance-Bücher. Und habe ich schon mal gezeigt, aber da oben sind die weiteren russischen Bücher und so Heilkunde und sowas alles Mögliche. So, Freunde, und dann würde ich sagen, wenn ich schon hier oben stehe, mache ich direkt weiter mit dem nächsten Bücherregal. Und das ist das hier direkt hinter mir und ich drehe euch mal um. Hier sind nämlich meine gesamten englischen Romance-Bücher. Da gibt es zum Beispiel, also die Ravenhood-Reihe, die ist ein bisschen Morally Grey anscheinend. Dann die Bücher von Jane Austen und so. Die Reihe von E.A. Dice, die ist anscheinend, also die soll ja richtig gut sein. Meine großen und meine riesigen Colleen Hoover-Bücher. So, die einfach nicht unten einpassen. Und mein Lieblingsbuch ist und bleibt für die einfach Reminders of Him. Hier das mittlere, das kann ich gerade nicht rausziehen, Leute, weil sonst falle ich, weil ich halte mich fest. Dann geht es da drunter weiter mit meinen Thrillern. Ihr seht also eine Menge Fitzek-Bücher natürlich. Ich habe welche auf Englisch. Seht ihr das? 7A, das ist auf Englisch. Und Nightwalker auch. Und ein anderer sind tatsächlich auf Deutsch, glaube ich, auch schon. Und hier weitere deutsche. Liebeskind habe ich zweimal auch. Einmal als die Netflix Special Edition. Richtig, richtig schön mit. Also das zum Beispiel, das ist der Farbschnitt, Leute. Das liebes Kind hier. Und dann meine Bücher von Freida McFadden. Das sind weitere englische Thriller. Und darunter sind auch schon meine Bücher von Lauren Asher. Wir haben hier einmal die Dirty Air Series, dann das neue Buch hier, Love Redesign, ebenfalls A Billionaire Book und die Dreamland Billionaire Reihe. Dann die Bücher der, also die Bücher von Anna Huang, die Twisted-Reihe einmal und dann hier nochmal als Special Edition mit den Shiny Covern. Und dann haben wir hier die Kings-Reihe, also die King of Sins-Reihe. Fragten, also ich habe King of Pride zweimal, weil ich es einmal annotiert habe. So, King of Greed werde ich mir wahrscheinlich nochmal holen, damit ich es komplett annotieren kann. Und dann diese If-Love-Reihe, die sitzt auch wirklich irgendwie sehr komisch. Wir haben hier einmal das erste Buch, dann zwei, drei und vier da oben. Wer weiß warum. Darunter sind meine ganzen Self-Help-Bücher. Bücher auf Deutsch, auf Englisch, whatever. Da sind auch Bücher dabei, wo man reinschreiben kann, wie zum Beispiel hier das Shadowwork Journal. Und hier sind dann einfach wirklich eine Menge weiter Journals von mir. Ich liebe es ja zu journalen und liebe auch Self-Help-Bücher, obwohl auch ein paar neben meinem Bett liegen und nicht hier. Aber ich kann euch zum Beispiel die Bücher von Brianna Wiest, hier The Mountain Is You, so, so sehr empfehlen, Leute. Genauso wie This is how you heal. Das liegt hier. Das ist auch, ich habe das auf Deutsch tatsächlich. Wirklich unglaublich gut. Unglaublich gut. Darunter geht es weiter mit der Reihe von Magnolia Parks. Ich weiß, ich glaube, die steht in der falschen Reihenfolge, but it is what it is. Und dann geht es weiter mit einer meiner absoluten Lieblingsreihen, und zwar The Inheritance Games. Und Leute, ich werde nie aufhören, über diese Reihe zu sprechen. Ich liebe es so, so sehr. Und die Autorin hat ja bei Bookstock Festival live gesprochen, auch über die gesamte Reihe. Und es war so unglaublich interessant, ihr zuzuhören. Und ich wünschte, ich hätte wirklich so mit ihr darüber sprechen können, weil all das, wie sie, also was sie erzählt hat und so und wie sie drauf gekommen ist und alles, so unglaublich interessant. Das war, Leute, ich kann es euch so empfehlen. Man kann Bookstock, by the way, Tag 1 und Tag 2 immer noch angucken auf YouTube. So, trust me, go for it. Die Frau hat ein Gehirn. Ich weiß nicht, wie man sowas schreiben kann. Sage ich euch ehrlich. Dann die Off-Campus-Reihe von Elle Kennedy. Weitere so Eishockey-Romance-Bücher. Offside, Cinderella is Faking It. Ist es nicht tatsächlich. Cinderella Faking It ist kein Eishockey-Romance-Buch, but it just looks pretty there. And meine kleine Katze, Leute, ist just a little witch. It's a little witch. Und dann die Binding 13-Reihe, obwohl ich nicht weiß, warum mir Part 3 fehlt.
in der Edition, aber die gibt es anscheinend auch nicht mehr in der Edition. Whatever. Und jetzt geht's weiter mit all meinen Romance-Büchern, die jetzt hier stehen. Da hat es ja schon angefangen, aber hier, das sind die Bücher, mit denen ich auch teils angefangen habe auf BookTok. Und da haben wir hier, ich Leute, dieses Buch, das wird mich, glaube ich, immer verfolgen. Good Girls Guide to Murder werde ich wirklich gefühlt täglich gefragt, ob ich es gelesen habe. Nein, Leute, habe ich nicht gelesen. Ich habe es vor, nur wer weiß wann. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das sind spicy, also A Million Kisses in Your Lifetime ist sehr spicy anscheinend. Das soll ja traurig sein, habe ich noch nicht gelesen. House Moving Castle habe ich zweimal, richtig, richtig krass. Es sollte eigentlich bei der Spieluhr da hinten stehen. Passend. Weiß ich nicht, warum es nicht da steht. Wildfire steht nicht da oben, weil Icebreaker größer ist als Wildfire. Und dann habe ich hier weitere Bücher von Nicholas Sparks und dann halt so Last Night at the Telegraph Club soll anscheinend auch richtig traurig sein. Und Bully steht hier. Midnight Library sollte eigentlich auch oben bei den Ratgebern stehen. I don't know, Leute. Dann hier. Jetzt mit Bridgerton weiter. Ich habe mir die Bücher geholt, weil ich glaube nicht vor zu haben, die Serie zu gucken. Oh! The Door! Okay, Freunde, jetzt weiß ich nicht mehr recht, wo ich aufgehört habe. Ja, Bridgerton, mal gucken, die Bücher sind halt schon echt heftig. Die sind klein, aber auch genauso klein geschrieben. Seht ihr das? Meist. Dann habe ich hier traurige Bücher. 1000 Boy Kisses, wo ich richtig geheult habe. The Upside of Falling war so, so süß. Die Reihe ist so Cowboy-Spicy und so. Und dann auch schon die Bücher, wo ich eigentlich mit BookTok, also wo ich auf BookTok angefangen habe zu lesen. Das sind die kompletten Colleen Hoover Bücher natürlich einmal. Und The Love Deception. Also Spanish Love Deception. Roommate habe ich noch nicht gelesen. Aber das hier, das ist richtig, richtig Slow Burn. Aber es war auch richtig, richtig gut, Leute. Vor allem, wenn man Slow Burn mag, man muss Spanish Love Deception gelesen haben. Die gesamten Colleen Hoover Bücher. Ich weiß, die werden regelrecht auf TikTok, BookTok überall richtig gebasht. I love them and I don't care. Ich liebe es, ehrlich. Vor allem Hopeless, Ugly Love, die waren, also muss das hier Hopeless, das war so unglaublich gut. Verity natürlich. I love it. Darunter sind weitere meiner Nobelpreisträger für Literatur. Ich glaube, darüber muss ich nicht mehr sprechen, Freunde. Und darunter sind Dark Romance Bücher, also weitere auf Englisch, Leute. Ich weiß nicht, wir haben hier einmal die Bücher von Bianca Morf, dann Mafia-Bücher, das ist nämlich eine komplette Reihe. Das Buch hier ist Military Romance mit Masked Men, wie ihr sehen könnt. Go for it, get it, es ist sehr spicy und Leute, es gibt unglaublich geile Szenen. Obwohl ich es noch nicht gelesen habe, aber I heard a lot about it. Ich weiß nicht, warum das da steht, das muss eigentlich hier mit dran stehen. Whatever. Die Sinners-Reihe. Leute, so eine Herzensempfehlung von mir. Ich liebe es wirklich über alles und kann es kaum abwarten, bis das vierte Buch drin, also draußen ist, über den dritten Bruder. Meine Lieblingsbücher sind die beiden. Komplett. Ich liebe auch das erste Buch, klar, das war der Anfang von allem. Aber die beiden, The Trope Faded Maids, ist halt einfach superior, da kann man nichts von sagen. Dann die Made Man Series, die ich euch auch wirklich von Herzen empfehlen kann, Leute. Die steht zwar gerade in der falschen Reihenfolge, aber es ist The Sweetest Oblivion, The Maddest Obsession und dann das mittlere The Darkest Temptation. Ich liebe es. Ich liebe es unnormal. Und es wird wirklich von Buch zu Buch darker. Tears of Death habe ich unglaubliche Angst vor. Ich weiß nicht, wann ich das lesen werde. Und Unbroken. So, hier kommen jetzt all meine Rena Kent Bücher, die ich in Physical Form habe. Ich glaube, das sind auf jeden Fall über 20, aber ich weiß gar nicht. Mir fehlen, glaube ich, 3 oder 4 von ihr. Aber ich habe letztens geguckt gehabt und es gibt original 2, glaube ich, davon nicht zu kaufen, nicht zu lesen. Also als Buch. Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll. Ehrlich nicht. Auf jeden Fall. Die stehen auch alle nicht in der richtigen Reihenfolge, also in der Lesereihenfolge wie auf ihrer Seite. Aber die Thorns Trilogie, Truth Trilogie, dann die, wie heißt das, Royal Elite Series. Ich bin gerade bei, ich glaube, Vicious Prince, weil ich habe die, ist das der, über Xander? I don't even know, Leute, I'm so sorry. Nein, da fehlt ein Buch. I don't know, we'll see, keine Ahnung, ich bin bei Xanders Buch. Dann, die, Blood of My Monster Reihe, also die Monster-Trilogie. Leute, das ist auch Military Romance. So unglaublich gut. Und ihr müsst die nicht unbedingt in der Reihe lesen. Also ihr müsst nicht hier irgendwo anfangen und so. Ihr könnt die Trilogien und Dilogien auch für euch lesen. Also ihr müsst nicht alle nacheinander lesen, wie es auf ihrer Seite steht. Dann die Gods-Reihe.
Habe ich noch nicht gelesen, ich bin sehr gespannt, vor allem weil es um die Kinder geht, von zum Beispiel der Deception-Trilogie, was meine absolute Lieblingstrilogie ist von Rena Kent. Ich bin komplett baff und immer noch, Leute. Ich kann es kaum erwarten, dass ich wieder bei der Reihe ankomme. Und dann die Empire-Series. Also, a big, big love. Fallen Empire of Lust. Ist so unglaublich gut, wie heißt das, Enemies to Lovers, mit dieser, also mit einer Szene, wo sie so richtig, also she gets beat up and bloody and stuff und shows up at his door und sagt halt sowas wie, I didn't know where else to go. And they're enemies, okay, they're enemies, it's so, so good. Weiter geht's hier unten mit weiteren Dark Romance Büchern und auch Fantasy, tatsächlich, das ist mir letztens erst aufgefallen, wie zum Beispiel Psycho Shifters, Death Obsession und From Blood and Ash, was ihr mir wirklich die ganze Zeit empfehlt und sagt, ich muss es unbedingt lesen. I will, trust me, I will. So, weiter geht's mit dieser Reihe hier, heißt es die Priest Series? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Sehr kontrovers, aber sehr gut spicy. Dann die Discreet Series von Willow Winters. Wir haben nicht alle Teile gelesen, aber man kann die auch ja so durcheinander lesen, so falls einem zum Beispiel ein dunkles Buch wie das hier hinten mehr passt oder man mehr Bock auf sowas hat, kann man das, oh mein Gott, kann man das dazwischen, alles fällt gerade, dazwischen werfen und muss jetzt zum Beispiel nicht von 1 anfangen und bis, keine Ahnung, 48 lesen. Und da sind halt weitere Dark Romance Bücher und hier unten geht es dann direkt weiter und das sind die letzten Bücher, Freunde, in meinem Regal. Das sind hier hinten die Bücher von Sophie Lark, also die, ich weiß nicht, ob die Serie Brutal Prince Series heißt, aber das sind auf jeden Fall die Serie. Russian Roulette and Stuff, The Chaos Dilogie, Dark Romeo, habe ich by the way richtig geliebt. Die Broken Dilogie, Los Diabolos soll auch richtig, richtig krass sein, aber die haben halt einfach absolut keine schönen Cover, sage ich euch ehrlich. Deswegen habe ich sie auch noch nicht gelesen, aber ich bin richtig gespannt auf die Story. Die Bücher habe ich auch noch nicht gelesen, Leute. Obwohl ich, hier ist das. Quarantine. Das ist richtig durcheinander. Quarantine muss eigentlich hier stehen. Quarantine ist das erste Buch und es geht um Corona und halt die Quarantäne und let's just say I didn't like it that much. Okay. Dann haben wir natürlich diese ganzen Bücher hier und hier liegen zum Beispiel auch die Caraval-Reihe und jetzt auch die Once Upon a Broken Heart Series, weil die nicht mehr, auch Divine Rivals, Leute, da bin ich richtig gespannt, ob das auch eine meiner nächsten Bücher. Genauso wie alle meine Halloween-Bücher und auch Christmas-Bücher liegen hier unten und noch ein paar andere Leute, die eigentlich in meinen Schrank sollten, aber there is just sadly no room anymore. Deswegen, Leute, bekommt ihr in der nächsten Zeit wahrscheinlich ein Redo vom Bücherregal. We will see. So, Freunde, und das war's auch schon mit meiner Bücherregaltour. Mir ist gerade eingefallen, dass ich auch echt oft gefragt wurde, wie viele Bücher ich denn insgesamt habe. Und Leute, ich sage euch ehrlich, ich weiß es nicht. Also es können locker schon 1000 sein und ab 1000 hat man ja seine eigene kleine Heimbibliothek anscheinend. Aber ich habe noch nicht gezählt. Das muss ich machen jetzt, weil ich habe noch zwei Pakete, die ich aufmache, da sind nochmal Bücher drin. Und es kommen in der nächsten Zeit noch ein paar an und danach werde ich komplett alle Bücher zählen, weil danach ist, glaube ich, echt Schluss. Und danach ist wirklich Schicht im Schacht mit Bücher kaufen, weil Ende Gelände. Weil ich habe jetzt eine Menge Fantasy-Bücher bestellt, die ihr mir empfohlen habt, weil ich ja jetzt so ein bisschen Fantasy, also in diese Ära reingehen möchte. Dann habe ich, glaube ich, komplett ausgesorgt. Glaube ich. Glaube ich, Leute. Wer weiß, meine Wishlist hat wieder 50 Bücher oder so, so. We will see, we will see. Aber das ist auf jeden Fall meine Bücherregaltour gewesen, Freunde. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war okay so. Meine andere Bookshelf-Tour ist ein bisschen anders abgelaufen. Jetzt habe ich euch wirklich mal alle meine Bücher abgefilmt, wie die in meinem Regal stehen. Deswegen, I hope that's all good. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt zwei, drei Mal gesagt, ihr bekommt auf jeden Fall ein Redo, was mein Bücherregal einräumen angeht, weil ich werde bestimmt wieder einsortieren, aussortieren und so. Ich werde bestimmt wieder richtig, wenn die anderen Fantasy-Bücher ankommen, richtig Heckmeck hier schieben mit alles neu ordnen. Deswegen, das werdet ihr auf jeden Fall bekommen. Also, ich weiß nicht, eventuell ein Vlog davon, wie ich mein Bücherregal neu mache. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen und schreibt immer doch gerne in die Kommentare, was ihr so gerne als nächstes sehen wollt und welche Bücher ich euch komplett einmal vorstellen soll. Das kann ich dann auch tatsächlich nur bei den Büchern machen, wo ich auch gelesen habe, weil dann kann ich auch meine Meinung so ein bisschen dazu sagen und vor allem was die Storyline und Tropes und so angeht. Deswegen, das mache ich wirklich unglaublich gerne und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, Babes!